Bei der Parallelisierung geht es darum, dass man einen Prozessor so aufbaut, dass er mehrere Befehle gleichzeitig verarbeiten kann. Und wie die Parallelisierung aussehen kann, das gehen wir jetzt mal Punkt für Punkt durch. Das Erste, was es gibt, dass wir einen Prozessor haben, in dem mehrere Befehlsstränge abgearbeitet werden, also beispielsweise zwei Stück. Man nennt es dann einen Thread. Und das Ganze, das Verfahren nennt sich Multi-Threading. Typischerweise ist es so, dass das heute alle Prozessoren in ähnlicher Form integriert haben. Vielleicht nicht alle, aber die meisten machen es so ähnlich. Bei Intel nennt sich das Ganze Hyper-Threading. Das ist einfach so, dass der Prozessor die Befehle nacheinander abarbeitet. Und wenn jetzt eine Unterbrechung kommt im Sinne von, dass Daten aus dem Speicher angefordert werden müssen, dann hätte der Prozessor in der Zeit, bis die Daten anliegen, ja nichts zu tun. Und dann wird einfach auf einen anderen Thread umgemappt. Ja, das heißt, da werden in die ganze Verarbeitungseinheit werden einfach andere Daten reingeladen und die werden abgearbeitet, bis eben wieder umgeschaltet wird in den anderen Thread und da liegen eventuell die Daten schon an, die angefordert wurden, und wird da weiter gearbeitet. Ja, das ist ein Hin- und Herwechseln hat den Vorteil, dass wenn jetzt irgendwo Daten anliegen und Daten irgendwo angefordert werden müssen, dass der Prozessor bei der Berechnung, beim Ablauf keinen Leerlauf hat. Ja, also, dass er auf gar keinen Fall irgendeine Pause entsteht, sondern dass er immer was zu tun hat. So, die nächste Stufe ist heute unüblich, wäre der Coprozessor. Wir haben eine CPU und an der CPU hängt extern noch irgendwie ein Coprozessor dran. Also für spezielle Berechnungsaufgaben, für die ein normaler Prozessor jetzt zum Beispiel irgendwie länger braucht, weil er zum Beispiel keine speziellen Befehle hat, weil er keine spezielle Erweiterung hat, wird dann einfach in das System ein sozusagen Coprozessor mit eingepflanzt, der dann das irgendwie übernimmt. Früher war das so, dass irgendwelche Verschlüsselungsaufgaben oder aus der Kryptografie von speziellen Prozessoren ausgeführt wurden. Heutzutage macht das der Prozessor oder der Hauptprozessor meistens selber. Das ist nicht sowas in der Art, wie jetzt beim neuen Motorola gemacht wird, damit es einen extra Prozessor gibt, der nur die Sprachbefehle verarbeitet? Genau, richtig. Oder der sich nur um die Verarbeitung der Eingabe kümmert, das gibt es auch, ja, genau. So, der nächste Schritt bei der Parallelisierung wäre der Multicore-Prozessor, das heißt, wir haben einen Prozessor und der enthält einfach mehrere Kerne. Und natürlich auch muss jeder Prozessor einen eigenen Cache haben. Also dieser kleine Pufferspeicher. Passt kaum noch rein, wenn ich das schreibe. Also die CPU besteht aus zwei Kernen und jeder Kern hat dann einfach noch einen Cache. Einen eigenen Cache. Also muss nicht aus dem Gesamtcache. Und hieraus ergibt sich dann ein Zugriff auf das RAM. Ja, wir haben einen RAM. Die Daten werden in den Cache geladen und dann jeweils in dem entsprechenden Kern. Hat natürlich einen kleinen Nachteil, wenn man jetzt das hat, muss man irgendwie sich von der Software aus überlegen, welcher Kern übernimmt jetzt die Berechnung. Da kommen wir nachher noch dazu, das Ganze nennt sich Multicore. Da gehe ich noch ein bisschen näher drauf ein. Das Multiprozessorsystem besteht im Prinzip aus mehreren Prozessoren. Also statt mehrere Kerne haben wir mehrere Prozessoren, CPU. Die sind auch miteinander verbunden und jeder Prozessor hat sein eigenes RAM. Also nicht nur einen eigenen Cache, sondern noch ein eigenes RAM. Also Multiprozessorsysteme gibt es heute nicht mehr so häufig. Also nicht im normalen Umfeld von Servern, sondern schon, wenn dann in Supercomputern, die machen das vielleicht noch so.
man hat hier halt das Problem, dass man halt irgendwie auch so eine Software aus zwei Prozessoren steuern muss. Man hat unter Umständen zwei Arbeitsspeicher, was normal ist, muss man also irgendwie es von der Software aus koordinieren. Das ist nicht ganz so einfach. Also bevorzugt arbeitet man heute mit Multicore-Prozessoren. So, und die höchste Stufe bei der Parallelisierung wäre das sogenannte Grid. Da wäre es dann so, dass man dann zum Beispiel zwei PCs hat. Und zwischendrin hängt zum Beispiel ein Netzwerk, zum Beispiel das Internet. Und die PCs arbeiten unabhängig voneinander, machen Berechnungen und das Ergebnis wird dann wahrscheinlich irgendwo zusammengefasst und wird dann als ein Ergebnis veröffentlicht. Also hier oben haben wir das Multi-CPU und hier unten das Grid. Oder man sagt häufig auch Cloud Computing dazu.